gottverdammter Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure wegen ihrem Werk betiteln. Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der Jascha, hallo, der Sebastian, gute, und Markus, hi. In dieser Ausgabe wollen wir wieder einmal über Science-Fiction-Filme reden. Immer wieder sind wir fasziniert von unendlichen Weiten, außerirdischen und fremden Welten. Und diese Filme entführen uns quasi immer wieder dorthin. Ja, gerade ich wollte ja schon immer mal, ihr wisst schon, entführt und untersucht werden. Oh Mann, was ist das? Das Dach unseres Tonstudios wurde einfach so weggerissen. Doch ich kann nicht erkennen, was es war. Ein gleißender Lichtstrahl, denke ich. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich glaube, das ist ein Raumschiff. Ich habe so eins schon mal in einem Science-Fiction-Film aus den 70ern gesehen. Was passiert dort oben? Eine Luke ist aufgegangen und ein Metallarm sinkt sich langsam herunter zu uns. Oh nein, er packt mich! Es ist ja Markus! Los, halt ihn fest! Wir können ihn nicht mehr halten! Markus! Hilfe! Der Metallarm hat ihn in das Raumschiff gezogen. Los, lass uns schnell hier weg, bevor wir auch entführt werden. Aber mein Rechner! Dafür ist jetzt keine Zeit. Nehmt die Beine in die Hand, Kollegen, und lasst uns hier wegkommen. Es ist eindeutig. Markus wurde von Aliens entführt. Wir müssen ihn wiederholen, sonst ist unser Podcast Geschichte. Ja, du hast recht. Nach den letzten Zuschauerbefragungen ist Markus überraschenderweise der beliebteste unter uns. Die Frage ist nur, was sollen wir jetzt tun? Ich habe eine Idee. Es gab da mehrere Star Trek Next Generation Folgen, in denen die Crew von Aliens zu Versuchszwecken entführt wurde. Vielleicht wollen sie auch mit Markus Tests durchführen. Oh nein, ich befürchte das Schlimmste. Ein Sitzring wird danach wohl nicht mehr reichen. Wir müssen ihn da rausholen. Ja, aber wie? Ich kenne einen Forscher am Institut, der uns helfen kann. Er entwickelt verschiedene Serien, die uns vielleicht nützlich sein könnten. Sein Name ist Professor Futura. Dann nichts wie los. Das Labor von diesem Professor Futura. Es ist gleich da vorne um die Ecke. Ich habe ihm vorher noch eine Nachricht zukommen lassen, dass wir seine Hilfe bei diesem Vorfall brauchen. Ich hoffe, er kann es auch. Da ist es schon. Moment, was ist das denn? Die Tür scheint verschlossen. Hier hängt aber eine Notiz an der Tür. Na los, lies vor, was draufsteht. Liebes The Art of Entertainment Team, ich habe eure Nachricht erhalten. Es ist schrecklich, was mit Markus passiert ist. Leider musste ich zu einem weiteren Notfall nach Greyville zurück an meine alte Wirkungsstätte. Zwei Freunde von mir kämpfen dort erneut gegen einen tödlichen Nebel an. Sie brauchen unbedingt meine Hilfe, aber ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch auf meinem Schreibtisch ein neues, verbessertes Flugserum speziell für Weltraumeinsätze hinterlegt. Damit könnt ihr problemlos unsere Atmosphäre verlassen und durchs All zu dem Raumschiff fliegen, in dem euer Freund festgehalten wird. Viel Erfolg, euer Professor Futura. Es scheint ganz schön viel los derzeit zu sein. Tödlicher Nebel, Entführung durch Aliens. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ja alles wie in einem Film. Wir haben jetzt leider keine Zeit, darüber nachzudenken. Wir müssen unseren Freund retten. Lasst uns das Serum nehmen und losfliegen. Vielleicht sollten wir nur vorher das Institut verlassen, bevor wir zu viel Aufmerksamkeit erregen. Du denkst aber auch wieder an alles, Sebastian. Deswegen bin ich auch der Silberrücken des Teams. Aber offiziell hast natürlich du das Sagen. Vorne ist das Raumschiff, in dem Markus festsitzt. Es ist genauso, wie ich es mir in meinen feuchtesten Träumen vorgestellt habe. Groß, silbrig glänzend, mit einer langen Front und zwei großen Antrieben. Wir haben jetzt keine Zeit, das Design zu bewundern. Lasst uns einen Einstieg finden. Am besten von hinten.
Da vorne scheint eine Öffnung zu sein. Lasst uns dorthin fliegen. Das ist ja wie in Star Wars. Mal sehen, ob wir es auch hier mit dem Imperium zu tun haben. Lasst uns einfach da durchfliegen. Wir werden ja sehen, was uns dort drinnen erwartet. Jetzt sind wir drin. Es ist fast so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Lange, dunkle Gänge und alles voller Metall. Lasst uns einfach mal weitergehen. Vielleicht finden wir Markus dann. Wenn es nicht schon zu spät ist. Wir müssen ihn einfach finden. Ich habe mir ja schon gedacht, dass Aliens existieren. Ich frage mich nur, wieso sie ausgerechnet uns entführt haben. Vielleicht wollen sie eine niedere Lebensform erforschen. Psst, nicht jetzt, Jascha. Da vorne kommt jemand. Schnell, hier ist eine offene Tür. Lasst uns hier verstecken. Hoffentlich haben sie uns nicht gesehen. Wer weiß, was sie schon alles mit Markus angestellt haben. Da kommen sie. Sie sehen ja fast genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie haben ovale Gesichter, große dunkle Augen und ganz lange Finger. Kleine grüne Männchen gibt es also wirklich. Davon muss ich ein Foto machen. Ich hoffe, du hast den Blitz aus. Na klar. Verdammt, die Soundeffekte habe ich wohl vergessen. Deshalb wurde ich in der Schwimmbadumkleide wohl immer erwischt. Jascha, du Vollpfosten. Sie haben uns bemerkt und kommen in unsere Richtung. Wir können hier auch nicht weg. Ich sehe keinen Ausgang. Wir sitzen in der Falle. Sie haben uns entdeckt. Sie wirken ganz aufgeregt. Was sollen wir jetzt tun? Vielleicht fragst du sie, ob sie ein Selfie machen wollen. Ich glaube, ihre gezückten Phaser sagen alles. Verdammt, jetzt haben sie uns in eine Art Verlies gebracht. Wie sollen wir nur hier wieder rauskommen? Hier sind weder Fenster noch Gitterstäbe und die Tür draußen wird bewacht. Ich vermisse jetzt schon meinen Rechner. Ich war heute Abend zum Zocken verabredet. Leise, Kollegen, hört ihr das? Draußen vor der Tür tut sich was. Ja, du hast recht, die Tür öffnet sich langsam. Markus! Wieso haben sie dich zu uns gebracht? Geht es dir gut? Und? Wie schlimm waren die Untersuchungen? Schön wäre es gewesen, aber nichts war. Ihr werdet nicht glauben, wieso wir hier sind. Na los, spann uns nicht auf die Folter. Die Besucher wollten mich gar nicht entführen. Was sie wirklich wollen, ist unsere Hilfe. Sie wurden von einem unheimlichen Wesen aus einer anderen Welt angegriffen. Das Alien hat sich bei einer Erkundungsmission auf einem fernen Planeten in einem von ihren Kundschaftern eingenistet. Dann ist es durch den Brustkorb ausgebrochen und stetig gewachsen. Jetzt treibt es hier auf dem Raumschiff sein Unwesen und dezimiert die Crew. Das ist natürlich schrecklich für die Besucher. Aber wieso wollen sie ausgerechnet unsere Hilfe? Wir machen eine Podcast-Sendung und interessieren uns für Filme. Aber wir sind doch keine Astronauten. Sie dachten, unsere The Art of Entertainment-Ausgaben zum Thema Sci-Fi waren keine Podcasts zum Thema Film, sondern wissenschaftliche Diskussionsrunden. Und da wir so viel über den Weltraum, außerirdische, Raumschiffe und dergleichen geredet haben, denken sie, dass wir in diesem Bereich die führenden Experten auf der Erde sind. Speziell Jascha halten sie quasi für den Alien-Einstein unter uns. Mich? Wieso mich? Weil du am meisten zu dem Thema zu erzählen hast. Dennoch liegen sie mit der Annahme, ihnen zu helfen, mächtig falsch. Was sollen denn zwei Informatiker und zwei Filmwissenschaftler schon gegen ein Alien ausrichten, das einfach so eine technisch hochüberlegene außerirdische Rasse auslöscht? Es mit Nerdblitzen töten? Vielleicht sollten wir uns gar nicht unterlegen fühlen, sondern unser überragendes Filmwissen nutzen, um gegen das gefährliche Alien vorzugehen. Wir haben alle genug Science-Fiction-Filme gesehen. Und wenn uns Hollywood-Filme eins gelehrt haben, dann, dass es manchmal ein unnützes Happy End gibt. Ich weiß ja nicht, überlebt in Ridley Scotts Alien nicht nur eine einzige Person am Ende, während die anderen brutal abgeschlachtet werden? Egal, wir machen das jetzt. Was sagt denn unser Moderator dazu? Einerseits verstehe ich Sebastian, aber andererseits kommen wir hier nur weg, wenn wir den Besuchern helfen. Und so ein wenig habe ich ja schon mal Lust, einen auf Actionheld zu machen. Ich will Star-Lord sein. Und ich bin Captain Picard. Und ich Captain Janeway. Ach komm schon, Sebastian.
Na gut, ich bin Groot. Dann sollten wir den Besuchern unsere Entscheidung mitteilen. Wo finden wir sie, Markus? Kommt hier entlang. Da vorne ist ihre Brücke. Ich gehe vor und rede mit ihnen. O großer Imperator der Besucher, unsere Entscheidung steht fest. Wir haben uns entschieden, gegen das Alien vorzugehen und dem Antlitz des Todes entgegenzublicken, um deiner noblen Rasse in dieser schweren Stunde der Not beizustehen. Seit wann ist Markus so ein großer Redenschwinger? Still jetzt, der Imperator hat etwas zu sagen. Erdenmenschen, ich bin froh, dass ihr uns helfen wollt. Es tut uns leid, dass wir euch so viele Umstände bereitet haben. Umstände ist gut. Ihr habt das Dach unseres Tonstudios weggerissen. Ich habe bereits ein Raumschiff zur Erde gesandt. Meine Leute werden euer Tonstudio reparieren. Eines sei euch zudem versichert. Wenn ihr das Alien besiegen könnt, dann steht euch noch viel mehr zu. Alienbräute? So wie Nebula? Alienbräute? Du willst einen aus unseren Reihen ehelichen Erdenmensch? Ehelichen wäre doch das Ehrenhafteste, was er mit ihnen machen würde. Wir sollten uns jetzt langsam auf die Suche nach dem Alien machen. Imperator, habt ihr Waffen, die wir nutzen könnten? Ja, hier sind Strahlenkanonen, Phaser und ein Laderoboter, mit dem ihr alles transportieren könnt. Okay, dann sollten wir uns auf die Suche machen. Obwohl ich sowas schon immer mal machen wollte. Ich weiß nicht, ob es im Endeffekt so eine gute Idee war, dem Imperator und seinem Volk zu helfen. Wir sind weder Space Marines noch bei der Sternenflotte. Ach komm schon, das wird lustig. Jetzt kannst du beweisen, wie viel Picard in dir steckt. Habt ihr das gehört? Da vorne scheint das Alien zu sein. Langsam habe ich Pipi in der Hose. Oh nein, da ist das Alien. Und es hat Sebastian erwischt. Es hat sich in seinem Arm verbissen. Oh, ah! Geh runter von mir, du Misty! Peng! Voll die Fresse! You ugly motherfucker! Ah, Mist. Es hat mich ganz schön erwischt. So schnell wirst du wohl nicht wieder am Rechner tippen können. Lass mich hier nicht zurück. Ich habe Frau und Kinder. Natürlich nicht. Kein Podcaster wird zurückgelassen. Wir legen dich auf den Rücksitz des Ladenroboters und dann machen wir das Mistvieh fertig. Ich kann mir auch schon denken, wo das Alien hin verschwunden ist. Also komm mit mir, wenn ihr überleben wollt. Seit wann hat Markus eigentlich solche Führungsfähigkeiten? Wer weiß, was ich oben mit ihm gemacht habe. Dort vorne, in dem Raum muss es sein. Als ich mit den Navigatoren des Raumschiffes die Wege des Aliens auf dem Bildschirm verfolgt habe, hat es sich immer wieder hierher zurückgezogen, nachdem wir es zurückgeschlagen haben. Okay, Kollegen. Ich werde die Tür mit den Hebearmen des Laderoboters aufstoßen. Dann lass mich aber vorher runter. Das geht auch schon wieder. Trete zurück. Ich werde nun die Tür aufstoßen. Stoßen? Könnt hineingehen. Oh mein Gott! Ich kann es kaum glauben! Was? Was ist los? Riesige Eier! Ach, Jascha. Nein, wirklich. Das Alien hat Eier gelegt. Ach du Schande, jetzt sehe ich es auch. Und wo ist das Alien hin? Ich kann es gerade nicht sehen. Vielleicht versteckt es sich gerade. Okay, hier ist der Plan. Ich werde mit dem Laderoboter die Eier zerstören und ihr versucht währenddessen, das Alien ausfindig zu machen.
Da überlässt du uns mal wieder schön die Drecksarbeit. Diesmal so, jetzt kannst du zumindest deinen Phaser benutzen, wenn ihr auf das Alien trefft. Ich lege jetzt los, macht euch auf die Suche. Dann lass uns mal dort suchen. Es wird nicht weit weg sein, wenn es hört, wie der Nachwuchs getötet wird. Irgendwie ist das schon gruselig. Hoffentlich nässe ich mich nicht wieder ein. Solange es nur bei dir nass wird? Seid leise! Ich glaube, ich habe da vorne etwas gehört. Es muss da vorne hinter den Boxen sein. Ja, schau. Geh du dorthin und lenk seine Aufmerksamkeit auf dich. Wenn du wegläufst und es dich verfolgt, werden wir es mit den Phasern vernichten. Ich muss wohl wieder als Lockvogel herhalten. Ich würde es ja auch machen, aber sowas steht nun wirklich nicht in meinem Praktikumsvertrag. Nun geh schon. Ja, ja, mit dem kleinen, dicken Jungen kann man's ja machen. Ich würde sagen, wir schießen beide, wenn es um die Ecke kommt. Na komm schon, du Alien, hierher! Los, hol mich! Ach du Schande, das Alien ist gerade direkt hinter Jascha aufgetaucht. Du hast recht. Los, Jascha, lauf! Oh mein Gott, es ist direkt hinter mir her! Kommt mir nicht jemand als Lockvogel nehmen, der gerne läuft! Jetzt mach schon, es ist gleich bei dir! Jascha kommt gleich bei uns vorbei! Wenn er mit dem Alien im Schlepptau vorbeirennt, schießen wir! Hier hinter den Boxen wird das Alien uns nicht sehen und überrascht sein! Okay, dann kommt er! In 3, 2, 1, Schuss! Treffer! Dem habt ihr's aber mal gegeben. Puh. Puh. Oh. Wow. War das anstrengend. Puh. Oh, seht mal. Da kommt auch Michael wieder. Scheinbar hat er alle Eier erwischt. Genial, Kollegen. Ihr habt das Alien getroffen. Aber eine dumme Frage. Wieso atmet das Ding aus einer anderen Welt noch? Auf was habt ihr die Phaser gestellt? Oh. Die waren dann wohl nur auf Betäubung gestellt. Na, wenn das Alien hier nur weggesperrt und nicht tot ist, dann können wir ja mit einer Fortsetzung rechnen. Ich mag hier Fortsetzungen. Na gut, ich denke, unser Job ist hier getan. Lasst uns dem Imperator Bescheid geben und dann geht es ab nach Hause. Imperator, wir haben das Alien außer Gefecht setzen können. Ich stehe tief in eurer Schuld, Erdenmenschen. Ihr habt mein Volk gerettet. Ohne euch hätte das Alien die Crew unseres Raumschiffs wie ein Parasit überfallen und bei einer Landung auf unserem Heimatplaneten hätte es sich einfach weiter ausbreiten können, bis wir alle ausgelöscht wären. Durch euch sind wir alle gerettet. Euer Tonstudio ist nun auch wiederhergestellt. Wir werden einen Umweg fliegen und euch dann wieder auf der Erde absetzen. Und was ist mit euren Bräuten? Du möchtest wirklich eine von unseren ehelichen? Kommt drauf an, wie stark ist denn euer WLAN? Was ist WLAN? Okay, dann doch nicht. Lass uns fliegen. Ja, da sagst du was. Wir haben schließlich noch eine Folge The Art of Entertainment aufzunehmen. Aber bitte nichts mehr über Science Fiction. Diese Erfahrung hat mir erstmal gereicht. Typisch Jascha. Michael, Jascha, Sebastian und Markus machen sich anschließend wieder auf den Heimweg in ihr Studio, um dort die nächste Folge von The Art of Entertainment aufzunehmen. Doch die nun wieder einkehrende Ruhe scheint nur vorübergehend. Neue Abenteuer erwarten die vier Freunde und dieses Mal kommt sie nicht aus dem All. Geh ich nochmal kurz aufs Klo, dann können wir loslegen. ich muss scrollen, Mann. Aber bitte nichts mehr über Science Fiction. Diese Erfahrung hat mich erst... Ich glaube, das ist ein Rausch. Was ist denn los? Ich habe gerade was getrunken. So. Wie
können ihn nicht länger halten! Markus, Hilfe! Los, lasst ihn schnell weg hier, bevor uns auch noch. Bevor wir auch noch entführt werden. Prompt habe ich einen Frosch. Schön. Ich kenne einen Forscher am Institut, der uns helfen kann. Er entwickelt verschiedene Serien. und Filme. Wo ist denn nur das Professor? Ja, genau. Und schon gescheitert. Du hast nur einen Job. Du hast noch einen Satz. Na, komm schon, du Alien. Hierher. Los, hol mich. Sagen wir eigentlich T-A-O-E? Nee, oder die T-A auf der Tank. Ich bin nur über zu Faust ausgestattet. Okay, okay, okay. Lass uns das Serum nehmen und Floß fliegen. Floß fliegen? Deshalb wurde in der Schule. Warum hast du das denn markiert? Das war Markus Zusatz. Wir haben auch Markus Korrektur lesen. So. Wie sollen wir nur. Dann, dass es immer ein manchmal auch unnützes Happy End gibt. Da vorne scheint eine Öffnung zu sein. Lasst uns dorthin fliegen. Eine Öffnung? Das kommt dann nicht so. Überlebt bei Ridley Scotts Alien nicht nur eine einzige Person am Ende, während die anderen brutal abgeschlachtet werden? Auch die Katze. Kurzes Schweigen. Darf ich da auch die Katze sagen? Ja, okay. 3, 2, 1. Ach komm schon, Sebastian. Das war aber nicht so gut. Leise, Kollegen, habt ihr das gehört? Ich werde mit dem Laderoboter die Eier zerstören und ihr auf der Erde absetzen. Sorry, das ist Tonstudio.